Hallo Freunde und willkommen zurück bei Essepop. Heute zeige ich euch eine iranische Soße oder auch Khoresh genannt und zwar Fesenjoon. Fesenjoon sieht ein bisschen merkwürdig aus dank der braunen Farbe, aber es ist ein Genuss, besteht aus Walnüssen und Granatapfelsirup. Eine sehr, sehr leckere Kombination. Als Beilage isst man meistens Reis dazu. Wie man Reis zubereitet, verlinke ich euch unten in der Beschreibung, denn dazu habe ich auch noch ein Video, wie man persischen Reis zubereitet. Heute benutze ich Entenschenkel statt Hähnchen, weil das Entenfleisch nicht so schnell zerfällt beim Köcheln und diese Soße muss ziemlich lange köcheln. Aus dem Grund benutze ich heute diese Kombination. Aber ihr könnt auch gerne Hähnchen benutzen, es schmeckt genauso lecker. Für dieses Rezept benötigen wir zuallererst Öl, Walnusskerne, Entenkeule, kaltes Entenfond oder kaltes Wasser, geschälte und gewürfelte Zwiebel, etwas Zucker, Granatapfelsirup, Zimt, Salz, Knoblauchpaste, und Lavashak, das ist optional und was das genau ist, findet ihr auf meinem Blog. Alle Rezeptangaben findet ihr ebenfalls auf meinem Blog, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Zuallererst bereite ich den Helpster dieses Gerichtes zu und zwar zerkleine ich hier die Walnusskerne. Umso feiner das wird, umso leckerer wird es meines Erachtens. Aber falls ihr Stückchen mögt, könnt ihr das Ganze etwas grober zerkleinern. Benutzt auf gar keinen Fall schon fertig zerkleinerte Walnusskerne, weil meiner Erfahrung nach wird das immer sehr bitter. In einer sehr heißen Pfanne gebe ich etwas Öl hinein, dann gebe ich schon die Entenschenkel hinzu und brate das auf einer Seite 3 Minuten scharf an. Die Knoblauchpaste kommt auch dazu. Dasselbe mache ich auch für die andere Seite. Und Leute, bitte aufpassen, hier spritzt das Öl. Ich tue hier auf cool, aber bitte aufpassen. Nehme ich jetzt aus der Pfanne raus und in derselben Pfanne brate ich jetzt die Zwiebeln glasig an. So, jetzt geben wir die Walnusskerne in unserem heißen Öl hinzu und das schwenken wir nur ganz kurz in der heißen Pfanne, weil wir wollen ja nicht, dass die Walnusskerne verbrennen. Das passiert ganz schnell bei diesen Walnüssen, also hier bitte ganz schnell arbeiten. Wir löschen das Ganze ab mit kaltem Entenfond oder kaltes Wasser. Und wieso kalt? Naja, durch die Kälte schwitzen die Walnusskerne schneller und das ist der Clou bei der ganzen Geschichte. Wir wollen nämlich das Walnussöl. Nun vereinen wir die Walnusssoße mit den Entenschenkel und geben optional noch die Lavashak-Stückchen dazu. Das gibt dem Ganzen noch eine fruchtige und saure Note. Wir köcheln das jetzt so lange, bis das Walnussöl austritt. Das dauert in der Regel 1 bis 4 Stunden, aber umso länger es köchelt, umso leckerer wird das. Und natürlich nicht vergessen, immer wieder zwischenrühren. In der Zwischenzeit bereite ich die Garnitur vor und dazu benutze ich Granatapfelkerne. Hier zeige ich euch, wie ihr das am saubersten hinbekommt. Und zwar schlitze ich hier die Seiten auf und pule die Granatapfelkerne in einer Schüssel mit Wasser aus. Somit verhindere ich, dass es hin und her spritzt. Und am Ende könnt ihr die Schalen oder diese weiße Haut vom Wasser entfernen und habt ohne Sauerei Granatapfelkerne. Hier kann man ganz schön sehen, wie das Walnussöl ausgetreten ist. Jetzt geben wir unsere letzten Zutaten hinzu, und zwar das Zimt, Zucker und Granatapfelsirup. Das vermengen wir nochmal ganz schön kräftig und dann lassen wir das nochmal für 10 Minuten ziehen. Mein Fesenjoon habe ich jetzt mit Granatapfelkern dekoriert und natürlich schmeckt es am besten mit persischem Reis. Und den Link zu dem Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es ist wirklich super lecker und wirklich ziemlich einfach. Ihr braucht nur ein bisschen Zeit. Natürlich würde ich mich auch super freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert oder mir einen Daumen hoch hinterlässt. Ganz besonders freue ich mich immer auf euer Feedback oder auf Rezeptvorschläge. Gerne könnt ihr mir eure Vorschläge unten in der Beschreibung mitteilen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis das nächste Mal, ja? Tschüss!